Ich will alle drei trinken, okay. Das hier. Das hier. Und das hier. Das trinke ich gleich. Und... Seid ihr bereit, Leute? Ihr werdet meine Stimme für 2,5 Minuten oder sowas nicht mehr hören. Wir sehen uns. Wünscht mir viel Glück. Wow. 10 Sekunden. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wow. Also, es hat wie gesagt nicht lange gedauert, aber das war ein Fest. Okay, ich habe die Tränke alle nicht gebraucht. Ich werde das mal hier alles liegen lassen. Ebenso die hier. Mein Excalibur ebenso. Enderperlen, alles was ich brauche, um einen späteren Kampf weiterzuführen. Den goldenen Apfel werde ich nicht brauchen. Und was wir hier bekommen haben, ist der Nether Star. Und damit werde ich jetzt mal nach Hause gehen. Ach du Scheiße, guckt euch an, was der gemacht hat. Der hat mich mehrere Mal, hat er ein ganzes Loch in den Boden gerammt. Und da bin ich dann reingelaufen, weil ich nicht gesehen habe, wo ich hinlaufe. Und hab mich dann bombardiert und ich muss mich in der Enderperle rauswerfen. Okay, ich muss das Boot mitnehmen, jetzt habe ich ganz vergessen. Ja. Ich werd mal nach Hause gehen. Und dort reden wir weiter. So. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe die Diamanten da liegen lassen. Aber das soll erstmal nicht stören. Die brauche ich nämlich vorerst noch nicht. Ich hole die offline irgendwann, wenn ich dazu komme. Auf jeden Fall, ich nehme jetzt mal ein Schwert. Da, das nehme ich mal mit. Das wird schon reichen. Und, was ich jetzt machen will, habe ich Obsidian. Ich glaube, ich habe Obsidian. Ja, ich brauche 3 Stück. Dazu 5 Glas. Und den Nether Star. Und was ich jetzt crafte, ich hoffe, das ist richtig. Ich glaube, es ist richtig. Ja, da haben wir es doch. Ein Beacon. Und dieser Beacon, ich glaube, ich kann ihn irgendwo hinsetzen. Aber noch macht er nichts. Nämlich, wenn wir draufklicken, bekommen wir, je nachdem, also, um es zuerst mal zu erklären. Für den Beacon... Oh, so. Für den Beacon müssen wir einen Tower basteln. Und zwar, also so eine Art Pyramide. Also ich baue euch das mal aus Dreck vor hier. Also praktisch so eine Pyramide hier. 3 Stück so. Und obendrauf, nur mit noch mehr Layern. Und nicht aus Dreck, sondern aus Eisen, aus Diamanten oder aus Emeralds oder Gold oder sowas. Und habe ich hier eine Schaufel, die... Ja, hier die Schaufel kann ich benutzen. Ja, ich habe genug Eisen hier, deswegen wird das schon reichen. Und jetzt, was wir damit machen können, ist, ich habe den Emerald vergessen. Emerald, herkommen. So. Das werdet ihr schon rausfinden, was wir denn brauchen. Also auf jeden Fall, wir stellen jetzt irgendwo auf und dann im 114er Radius, ungefähr, können wir dann, eine Art Effekt über so... Ja, so eine Art umfangreichen Effekt aufstellen und ich glaube, ich werde das draußen machen. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das denke. Ich weiß noch nicht, wo ich den aufstellen kann. Warte mal, kann ich den hier aufstellen? Eventuell direkt über der Hühnerfarm.
Muss mir gerade mal überlegen. Wo ist denn das genau? Warte mal, ich gehe einfach mal auf die Koordinaten. Das sind, hier ungefähr. Minus 8 und 328. Dann gehe ich mal hoch und guck mal, wo das ist. Genau hier. Will ich es genau hier haben? Nein, will ich nicht. Ich will es, wie kann man das machen? Dass ich es im Untergrund aufbauen kann, aber dass es in den Obergrund reicht. Ich werde euch gleich zeigen, wie das Ding aussieht. Das sieht übrigens spektakulär aus. Kann ich meinen Beacon, au, hier aufstellen. Das kann ich machen. Ja, das werde ich auch, glaube ich, machen. Hier ist genug Platz. Also mache ich ein bisschen Platz und dann baue ich das Ding auf. Oh. Anscheinend sind die Texturen nicht dabei. Oh. Warte mal ganz kurz. Hab ich irgendwas vergessen? Ich glaube. Oh oh. Scheiße. Hier ist der Gang für die Lampen. Moment, ich krieg das hin. Ja, anscheinend sind meine Texturen ein bisschen verbuggt. Das ist jetzt aber nicht so schlimm. Also wir haben hier 5 Effekte, die wir alle anschalten können. Secondary Power. Ich glaube, die habe ich noch nicht drin. Kann das sein? Ich habe, glaube ich, zu wenig Layer. Okay, einen Moment. So, das müsste es sein. Eigentlich muss es muss nur die Basis hier so groß sein. Also 3x3 Eisenblöcke. Oder je nachdem, was ihr benutzen wollt. Entweder Eisen, Gold, Emerald oder Diamant. Aber ich würde euch Eisen empfehlen. Dann 3x3, 5x5, 7x7. Und dafür dann halt 9x9. Und ich habe jetzt, ich glaube, warte mal ganz kurz. So. Ja, genau. Und mein unteres ist jetzt, glaube ich, 10 mal 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genau. Also 10 mal 10, dann 8 mal 8, 4, 6 mal 6 und 4 mal 4, damit ich hier 4 Beacons hinmachen kann. Dann kann ich nämlich die ganzen Effekte auswählen. Und zwar, wenn ich mehrere Beacons habe, dann können die hier sich die Basis teilen. Und dann habe ich mehrere Effekte. Und hier drumherum baue ich Gras. Das sieht gut aus. Wenn es dann so durchhängt, so. Und der geht übrigens, sieht der Strahl geil aus. Finde ich total cool. Aber wir schalten mal den Effekt an. Wir sehen jetzt keine Bilder, aber ihr seht ja, welche Effekte das sind. So Resistance? Nein. Speed, Haste, Jump Boost. Ich glaube, ich mache Speed. So. Mal gucken. Geht das jetzt Speed oder Regeneration? Ich mach Speed. So. Ich hoffe, das funktioniert so. Ja, jetzt funktioniert's. Okay. Jetzt haben wir in unserem Radius hier
Ich glaube, das ist nicht genügend beleuchtet. Ich sollte das noch ein bisschen beleuchten hier. Das baue ich noch aus hier. Aber fürs Erste sollte das genügen. Und jetzt haben wir in unserer gesamten Basis im Umkreis von 114 Blöcken überall Speed. Das ist die Belohnung, die wir bekommen haben, um dass wir den Wither besiegt haben. Aua. Ich guck mal, ob das jetzt auch bei mir unten funktioniert. Ja, komm, geh runter. So. Ja, ach. Okay, jetzt haben wir den permanenten Speed-Effekt. Speed 2 sogar, glaube ich. Ja, Speed 2. Haben wir jetzt permanent in unserem Haus. Und wenn ich jetzt mehrere von diesen Typen besiege, also den Withers, dann bekommen wir immer mehr Beacons. Und die können wir dann alle benutzen. Boah, haltet's Maul. Meine Güte. Und ja, das war die Belohnung. Und ich glaube, die Folge ist vorbei, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie viele Episoden das jetzt waren. Ich habe so drei Teile das oder zwei Teile, je nachdem. Und ja, wir sind fertig. Ich hoffe, die Folgen haben euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich eine neue Idee habe, was ich denn bauen könnte. Und bis dahin, see ya! Okay. Kurze Auszeit. Ich gebe euch mal einen kleinen Tipp. Nämlich, wo befinden wir uns denn? Würden wir uns denn befinden? Ihr scheiß Creeper. Wo auf der, in unserer super Höhle würden wir uns befinden, wenn wir jetzt hier wären? Überlegt mal. Beziehungsweise, ich gebe euch einen kleinen Anhaltspunkt, wenn ich mal ganz kurz da vorne hingehe. Und zwar genau an eine bestimmte Stelle. Das müsste... Moment. Überrasch mich doch nicht so. Welche Stelle war das nochmal? Ich glaube, das war hier vorne. Ich glaube auch, das war hier vorne. Nämlich hier. Hier sind die Löcher für die Villager. Und nehmen wir mal ganz, ganz doof an, dass ungefähr die Village, also die meine künstliche Village, der Mittelpunkt meiner Base ist. Weil ich ja dann noch ausbaue, bla bla bla. Sagen wir, der Monster Spawner ist die Zentrum meiner Base. Das heißt also, das wäre die perfekte Idee. Das heißt also, wir sind ganz weit weg. Der Effekt klingt schon bei der Village ab. Momentan habe ich ihn nämlich nicht. Und ich will ihn schon in meinem Mittelpunkt haben. Ich will den meisten Radius draus haben. Deswegen müssen wir wohl oder übel das Ding verschieben. Okay, mein lieber Beacon. Das war ein verschwendeter Emerald. Warte mal. Moment mal. Ich muss mich schon dahin stellen, wo es klappt. Ja, wir müssen jedes Mal einen neuen Emerald reinschieben. Ja, das heißt also, ab geht's mit dem Abarbeiten hier. Das? Ha! My God, es hat sogar geklappt. Okay. Wir sind auf dem Monster-Spawner drauf. Und was soll ich sagen? Wir sind in der Höhe von 121. Das heißt also, hier oben kann ich mein Ding aufstellen. Wie viele Blöcke sind da das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passt genau. Okay. Das passt ja perfekt. Ich glaube, es ist dazu bestimmt, dass wir es hier oben hinbauen. Und das ist auch der bessere Platz. Was hat er sich eigentlich gedacht, das da vorher hinzubauen? Sind es jetzt wirklich 10? Warte mal ganz kurz. Ja, es sind tatsächlich 10. Okay, los geht's. Das funktioniert mit Eisen auch.
Speed. Okay. Jetzt muss ich noch hier runter. Sieht aus wie ein riesiger Satellit. Nicht so eine, Space Station irgendwie. So. Telepathie. Telepathie ins, in den Weltraum. Okay, ich nehme mal ganz dezent so einen Dreck und platziere das aufs Loch, das vorher da war. Und jetzt wissen wir, wo wir unsere zukünftigen Dings hin tun. Unsere zukünftigen Beacons. Und ich glaube. Aua. 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 Das war viel Schaden. Aber okay, wir haben jetzt unseren neuen Platz gefunden. Und ich hoffe, das funktioniert jetzt auch besser. Wenn ich jetzt hier lang gelaufen. Wann bekomme ich meinen Boost? Na komm. Wann ist er denn endlich an? Ist direkt auf dem Monster-Spawner, oder nicht? Okay. Ich glaube, da haben wir ein kleines Problem. Ich glaube, dass es auch in die Höhe und Tiefe gilt. Und das heißt, wir müssen den, den Beacon irgendwo hinstellen, wo er unten ist. Ich informiere mich mal. Ich bin gleich wieder zurück. Komm schon, Aufzug. Meine Güte, treib mich einmal nach oben. Ganz nach oben. Du dämliches Stück Scheiße. Okay, großes Problem. Der Beam, beziehungsweise der Beacon-Block, funktioniert höhenbasiert. Also, er hat einen Radius, der von oben nach unten geht, von links nach rechts, von vorne nach hinten und so weiter. Das heißt, wenn wir ihn ganz oben platzieren, dann hat er praktisch keinen Effekt auf den, auf die Menschen hier unten. Was eigentlich nur ich wäre. Und deswegen versuche ich nochmal hochzukommen. Komme ich hier überhaupt noch? Ah! Au. Oh mein Gott. Warum? Ah. Ja. Ich finde das bescheuert, dass ich das dauernd machen muss, aber gut. Man kann es nicht verhindern. Wie komme ich jetzt... wie komme ich da jetzt ganz gut hoch? Ich versuche es nochmal. Ich werde sowieso sterben, aber trotzdem. Au. Wow. Okay, zumindest sind meine Sachen noch da. Meine Sachen müssen sowas von leiden. Okay. Ja, ich will euch das nicht antun. Ich gehe da jetzt noch hoch und baue das ab und danach baue ich es an eine gescheite Stelle. Oh mein Gott! Ich hab's geschafft. Und Slimes. So. Hier wäre doch ein perfekter Platz, wenn ich jetzt hier sowas mache, so. 80 Blöcke müssen genug sein, also, warte mal. Hier ist der Raum, das heißt, in die Richtung. Was ist denn hier? Hier ist das. Okay. Ich muss hier unbedingt mal beleuchten. Okay. 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 Hier ist kaum Platz. Ich kann hier nichts bauen, weil ich ja also was in die Luft schießen müsste. Mit den Lightbeam. Also den Strahl. Und da bräuchte ich einen Weg nach oben. Das heißt also, einen freien Weg nach oben. Und den habe ich nicht. Hier ist nirgendwo Platz für so einen Scheiß. Ganz ehrlich. So, Kacke. Alles Kacke. Was ist, wenn ich, das ist dann hier, hier, okay. Was ist, wenn ich es hier drüber mache? Geht das auch? Oder hier hin oder sowas?
Was ist denn hier? Wisst ihr was? Ich probier's aus. Was ist hier? Ist nur die Höhle hier? Wenn ich hier was hinmache? Wisst ihr was? Ich baue mich mal nach oben. Es regnet ja schon wieder! Okay, hier haben wir schon mal eine Höhle. Oh. 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 Okay. Das heißt also, boah, halt mal, Furz, die Fresse. Das heißt also, dass ich, warte mal, in welche Richtung geht's denn? In die Richtung geht's weg. Könnte ich es hier hin machen? Also einfach hier in den Berg rein? Nein, das wäre zu weit weg, oder? Das wäre, glaube ich, wirklich zu weit weg. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich hinbauen kann. Also, wisst ihr was? Ich werde es auf die nächste Folge verschieben. Ich muss noch ein bisschen experimentieren und dann werde ich beim nächsten Mal schauen, wo ich diesen dämlichen Beacon hinmachen kann. Du dämlicher Sack! Du bist nutzlos. Und dann beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder und dann werde ich hoffentlich einen Platz gefunden haben. Dann bauen wir das Scheißding endlich mal auf. Also bis zum nächsten Mal, Leute. Jetzt aber wirklich. See ya!